Hallo. Hallo, grüß dich. Ja, herzlich willkommen hier in den Räumen der Herbert und Greta Wehner Stiftung. Oder wir sind eigentlich bei Greta hier. Greta Wehner hat hier gewohnt, 21 Jahre lang, von 1996 bis zu ihrem Tod 2017. Und also eine durchaus lange Zeit in ihrem Leben, auch wenn es Altersjahre gewesen sind. Der andere, von dem hier die Rede ist, Herbert Wehner, hat nie hier gewohnt. Aber die Besucher begrüßt er gleich hier am Eingang. Das ist also Herbert Wehner, gestorben 1990 in Bonn, geboren 1906 in Dresden. Einer der bedeutendsten Politiker der deutschen Sozialdemokratie im 20. Jahrhundert. Und hier wohnte also bis zu ihrem Tod seine Witwe Greta Wehner, geborene Burmeister. Jahrgang 1924 übrigens. Ja, und diese Wohnung ist 1:1 so geblieben. Geerbt hat sie die Herbert und Greta Wehner Stiftung, deren Vorsitzender ich bin. Und wir unterhalten sie als Lokal, in dem also gearbeitet wird, in dem geforscht wird und in dem vielleicht auch politische Bildung oder historische Bildung betrieben werden kann. Eigentlich ist das ja ein unentdeckter historischer Gedenkort, der ein Leben oder zwei Leben oder drei Leben, je nachdem wie wir zählen wollen, erzählt. Außerdem auch Geschichte der Bundesrepublik, Nachkriegsgeschichte, Arbeiterbewegung, Sozialdemokratie. Können wir hier an den Gegenständen im Eingang schon sehen. Ganz interessant, Herbert Wehner war Sozialdemokrat, also hat man auch einige Gegenstände geschenkt bekommen aus der Arbeiterbewegung, die daran erinnerten, zum Beispiel so eine Grubenlampe oder diese Arbeitsmänner in Holz geschnitzt. Dann haben sie Beziehungen und auch Sympathien nach Israel zum Judentum. Wir sehen hier also eine Art von siebenarmigen Leuchter, einem Schwibbogen. Viele Bilder bekam man auch geschenkt als Exil-Dresdner, der er war. Er war ja Nachkriegspolitiker in Bonn und hat seine Heimat sehr vermisst. Und wer wusste, was er mochte, hat ihm also zum Geburtstag gern mal so einen Dresden-Ansichten, alte Radierungen oder Grafiken geschenkt. Ja. Wir können mal weitergehen. Hier sind wir also im nächsten Raum. Auch da ist Familiengeschichte groß geschrieben. Wir sehen also hier die Wehnersche Herkunftsfamilie, Herbert und sein Vater Richard Wehner, ein Fabrikarbeiter. Seine Mutter Toni Wehner, gelernte Schneiderin. Sein jüngerer Bruder Rudi und das ist hier ist Herbert Wehner selber. Eine Dresdner Arbeiterfamilie aus Dresden-Striesen. Und er ist also 1906 vor dem Ersten Weltkrieg hier geboren und auch große Teile seiner Jugend in Dresden aufgewachsen. Das ist also Herbert und diese Möbel hier, diese antiken Thronen und anderes erinnern eher an Gretas Familie. Greta kommt aus Norddeutschland, hat lange in Hamburg gelebt. Ihre Familie kommt ursprünglich mütterlicherseits aus Flensburg. Wir sehen also da hinten auch ein Bild, das also Herbert und Lotte zeigt, ihre Mutter. Ach so, ja, das müssen wir mal kurz zwischendurch sagen, das ist das Flaschenschiff. Neulich habe ich erst entdeckt, wo es herkommt, nämlich das ist ein Geburtstagsgeschenk von Helmut Schmidt zum 60. Geburtstag von Herbert Wehner 1966. Ich habe neulich die Listen entdeckt im Archiv der Geschenke. Ja, Herbert war verheiratet mit Gretas Mutter übrigens lange, von 1944, da sind die beiden ein Paar geworden, bis zu ihrem Tod im Jahr 1979 waren die beiden zusammen. Und Lotte ist also Kommunistin gewesen, Widerstandskämpferin, von den Nazis eingesperrt in also Konzentrationslager und ins Gefängnis und sehr schwer herzkrank 1936 dort entlassen worden. Und war verheiratet mit einem kommunistischen Widerstandskämpfer, den die Nazis umgebracht haben, Gretas Vater, und ist dann mit den Kindern nach Schweden geflüchtet, mit ihren beiden Kindern. Greta, die damals 12, 13 Jahre alt war, und ihrem Bruder Peter, anderthalb Jahre jünger, begann also über Dänemark 1937 die Flucht dann ins schwedische Exil, in dem Greta dann auch aufgewachsen ist. Und da hat Lotte, ihre Mutter, 1944 Herbert Wehner kennengelernt. Ja, das hier war mal Gretas Gästezimmer. Wir haben ein paar Umbauten doch vorgenommen. Also man sieht, da ist noch ein Gästebett da. Also wenn jemand mal wieder kommen will und einen Übernachtungsplatz braucht, sind wir versorgt. Ansonsten gibt es hier also Bücherregale inzwischen. Das zweite Gästebett haben wir verschenkt und durch weitere Bücher, die früher im Keller bei Greta waren, ersetzt.
Und hier gibt es natürlich auch einige bemerkenswerte Gegenstände. Einer zum Beispiel ist diese Kiste. Ziemlich groß und auch ein bisschen ramponiert über die Jahre. Das ist also auch ein Altertum, ein altes Schätzchen. Es erzählt eine Fluchtgeschichte, nämlich die Fluchtgeschichte von Gretas Familie. 1937, die Flucht ging sozusagen über die Heimat von Greta, über Flensburg, dann über die dänische Grenze. Und Lotte, die Mutter, hat den Kindern gar nicht gesagt, was Sache war. Die dachten sozusagen, es geht in Urlaub, in die Ferien. Da ist man auch öfter schon mal nach Dänemark gefahren gewesen. Und sie haben also die dänische Grenze mit leichtem Gepäck überquert nur. Und dann wurde plötzlich schlagartig auf der anderen Seite der Grenze den Kindern erzählt, passt mal auf, wir bleiben jetzt hier. Greta hat bitterlich geweint, weil sie vergessen hatte, ihr Pummelchen mitzunehmen, ihre Lieblingspuppe. Und das Pummelchen ist aber nachgereist. Anders als bei Hitler, der das rote Kaninchen von Judith Kerr-Stahl und nicht zurückbrachte, ja, konnten die Verwandten diese Kiste packen und haben sozusagen die wesentliche Habe dann der Familie ihnen nachgeschickt. Erst nach Dänemark und dann ins weitere Exil nach Schweden. Nach Schweden ist die Familie übrigens gegangen, nach Göteborg, weil damals, wie ja auch bei uns heute das der Fall ist, Flüchtlinge oder Asylbewerber keine Arbeitserlaubnis bekamen in Dänemark. Und Lotte wollte, dass ihre Kinder was Ordentliches werden und arbeiten. Und darum ist die Flucht weiter nach Schweden fortgesetzt worden. Und es hat dann weitere 7 Jahre gedauert, bis dann Herbert mit in die Familie gekommen ist. Als zweiter Mann von Lotte, Gretas Mutter. Greta war zu der Zeit übrigens schon 18, 19 Jahre alt und längst in der Beziehung mit einem anderen Mann. Herbert hatte also nie eine Vaterrolle, was sie betrifft, muss man auch sagen. Es ist immer die Rede von der Stieftochter und dem Stiefvater, also das trifft bei ihr als Begriff nicht zu. Ja, Herbert Wehner, nach dem Krieg, also bedeutender Politiker in der Bundesrepublik. Dass er bedeutend war, kann man vielleicht an diesem Foto sehen, das ich neulich im Keller entdeckt habe. Es zeigt ihn also um seinen 80. Geburtstag herum. Im Hintergrund natürlich Greta mit dem damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Also es hat sich so gehört, zum 80. Geburtstag kriegte Herbert Wehner natürlich Besuch vom Bundespräsidenten, den er auch schon lange aus dem Parlament kannte und auch durchaus geschätzt hat. Also die beiden konnten miteinander. Herbert Wehner war überhaupt sowas wie ein vorbildlicher, eindrucksvoller Parlamentarier in der Bundesrepublik. Es gibt so, ja, ikonografisch geradezu so ein Foto, das wir hier sehen von ihm. Er sitzt also alleine noch in seiner Bank, während alle anderen Abgeordneten nicht da sind, bevölkert er also als einziger das Plenum und arbeitet weiter. Also ein bestimmter Arbeitsethos ist bei ihm auch da. Manche sagen auch Verbissenheit, das ist die andere Seite davon. Aber er ist eben jemand, der also seine Pflicht als Parlamentarier vorbildlich erfüllt hat in dieser Zeit. Und er war ja 13 Jahre lang, von 1969 bis 1983, über 13 Jahre Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und damit in einem ganz wichtigen parlamentarischen Amt, in einer Führungsfunktion. Und Führungsfunktionen hatte er auch schon, seit er Mitglied im Bundestag geworden ist, seit 1949. Er gehört also zu den ersten Parlamentariern in der Bundesrepublik Deutschland ab 1949. Gut, wir können weitergehen. Wenn wir hier mal durch den Flur gehen, an allerlei Gegenständen vorbei, die es auch noch wert wären, gezeigt zu werden. Christoph, das da, wer ist denn der? Ach ja, ja, den wollen wir nicht vergessen. Der ältere Herr hier oben. Ja, das hat der Baron Guttenberg auch gefragt, der Großvater des ehemaligen Verteidigungsministers, als er Herbert Wehner das erste Mal besucht hat, 1960 rum. Mhm. Na, da hat der CSU-Politiker Baron Guttenberg gefragt, wer das denn ist, den könnte er nicht erkennen. Da sagte Herbert Wehner zu ihm, das ist Kurt Schumacher, der ist erlöst. Kurt Schumacher war der erste Nachkriegsvorsitzende der SPD. Der ist 1952 gestorben, nicht sehr alt geworden, nur 57 Jahre. Er war auch gesundheitlich schwer gezeichnet von der Nazizeit. Er hat über 10 Jahre der 12 Jahre dieser Diktatur in den Konzentrationslagern verbracht und ist an den Spätfolgen früh gestorben. Der wäre Bundeskanzler geworden, wenn die Bundesrepublik 49 die Wahl gewonnen hätte. Aber das ist die Totenmaske, die hat also Herbert Wehner in seiner Wohnung und die hat da immer schon gestanden. In anderer Wohnung natürlich 1960. Wobei, man muss sagen, diese Wohnung, die wir jetzt hier haben in Dresden, ist eigentlich die letzte Wohnung der Wehners in Bonn.
Also seit 1966 haben sie in einer bescheidenen Reihenhauswohnung auf dem Heidehof, einer Beamtensiedlung, gewohnt. Und das, was wir hier sehen, stand 1:1 genauso oder so ähnlich zumindest auch in Bonn. Wir haben also nichts, wir haben hier also die Originalwohnung der Venus, mehr oder weniger. Gut, ja, es gibt auch zahlreiche Bücher, wie man sieht, also Parteitagsprotokolle. Es sind also 7.000, 8.000, 9.000 Bände hier, die wir uns zum Teil auch angucken können. Also massiv Literatur politischer Art, aber auch andere Werke. Hier sämtliche Parteitagsprotokolle eigentlich nach dem Krieg. Man sieht auch, also wie sich das entwickelt hat, das Design, das Layout. Also am Anfang hat man sich noch Mühe gegeben. Taschenbücher waren schon immer, man war bescheiden. Dann wurden es in den 80er Jahren so komische Loseblattsammlungen. Und hier sieht man ein wenig den Verfall ab den 90ern. Ja, also sehr einfache Dinger. Aber immer noch eine komplette Sammlung, die wir hier haben. Und jetzt kommen wir mal langsam in den Arbeitsbereich hier in der Wohnung. Das war auch immer Gretas Arbeitsbereich und Gretas Schreibtisch. Was man hier sieht, zum Beispiel da hinten, ist dieser interessante Drucker. Den müssen wir doch mal zeigen. Vielleicht am besten mal kurz hier rumkommen. Ein typisches Greta-Gerät. Das ist also ein Faxgerät. Und die letzten Jahre ihres Lebens haben wir also eigentlich täglich gefaxt mit Greta. Es war ihr Wunsch auch, dass man täglich ein Lebenssignal schickt. Und dann hat sie natürlich wichtige Nummern, wessen auch immer, dort notiert, damit man also nichts vergisst an der Stelle. Und der ist immer noch als Drucker tätig hier, dieses Gerät. Wir haben 5 Aktenordner voll mit Faxen von Greta. Tägliche Geschichten. Also hier ist es Arbeitsplatz, jetzt ist es der Arbeitsplatz der Stiftung. Ich bin also auch der Vorsitzende und Vorstand dieser Herbert und Greta Wehner Stiftung und darf in diesen Räumen arbeiten, an diesem Schreibtisch. An diesem Schreibtisch halte ich die meisten Zoom-Konferenzen jetzt mit meinen Studierenden ab infolge von Corona. Das ist also das Laptop der Hochschule Mittweida, was wir hier sehen. Ist überhaupt ein guter Rückzugsort. Ich denke mal, Greta würde sich freuen. Greta war ja in ihrem Hauptberuf genau das, also was ich auch lehre an der Hochschule, nämlich sie war Sozialfürsorgerin, Sozialarbeiterin, Gelernte. Und ich glaube, sie würde sich freuen, dass jetzt hier in ihrer Wohnung auch, ja, wenn auch über Zoom und Internet, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter herangebildet werden. Ja, besondere Gegenstände, die wir hier finden. Na, es gibt ja diese Geschichte von den Aktentaschen, Herbert Wehners. Die haben wir hier auch. Das sind übrigens die beiden allerberühmtesten Aktentaschen von Herbert Wehner. Jeweils von allen Aktentaschen, die da sind. Es gibt auch eine ganze Sammlung in Bonn im Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung im Keller. Die haben aber eigentlich keine Bedeutung, weil sie hauptsächlich Zwischenlager für Archivgut sind. Wir haben also hier die allerberühmteste der Aktentaschen. Diese Aktentasche, mit der ist Gerhard Schröder unterm Arm, also medienwirksam im Juni, Sommer 1999 in den alten Wehner Volvo eingestiegen und hat also den Journalisten sie präsentiert beim Umzug der Parteizentrale von Bonn nach Berlin. Und die Journalisten und auch die Parteizentrale haben gemutmaßt, da wären die großen Wehnerschen Geheimnisse drin enthalten. Sie waren noch nicht mal abgeschlossen. Sie hätten es auch gleich sagen können. Es war also ein Fake News, wie man heutzutage auch sagt. Ich kann das Geheimnis auch nochmal enthüllen. Was enthielt die Aktentasche im alten Wehner Volvo gefunden? Na, eine schöne Bürste, eine Schnur, sehr schön. Und hier noch ein bisschen so, ne? Neue Verkehrsregeln, schwedische vom 1. April 1986. Also irgendwie war es ein April-Scherz. Die einzige handschriftliche Notiz übrigens ist hier von Greta. Hey, der Bra. Also, hallo, das ist gut. Und dann steht hier noch der Ingvar Carlsson. Moment, dir Ingvar Carlsson, also die schwedische Ministerin. Önska wie Allkrafts und behöfst für die Nya Upgift. Vor wenigen Tagen wurde ja enthüllt, wer Olof Palme ermordet hat. Ingvar Carlsson war der Nachfolger von Olof Palme. Und offensichtlich 1986, kurz nach dem Palme-Mord, hat Greta dem Herbert diesen Satz aufgeschrieben. Wahrscheinlich damit er es Ingvar Carlsson irgendwie mitteilen konnte, dass man ihm alle Kraft für seine neue Aufgabe wünscht. Na, sonderlich lange ist er, glaube ich, nicht Ministerpräsident gewesen, der inzwischen vergessene Ingvar Carlsson. Aber wir wissen jetzt vielleicht, wer den Vorgänger Olof Palme umgebracht hat. Gut, also das ist die berühmte Aktentasche. Fake News. Das hier ist keine Fake News, das ist eine echte Wehnersche Aktentasche mit wirklichem Inhalt. Na, also so ein bisschen schwer. Ich kann es nicht immer nicht richtig glauben, also weil ich kann sie kaum auf einem Arm tragen. Aber sie hat einen Gretaschen-Aufkleber und da steht drin, eine der Taschen aus den letzten Monaten vor und nach
dem Ausscheiden aus dem Bundestag. Also wir befinden uns im Jahr 1983. Herbert Wehner scheidet aus dem Bundestag aus und in seinen letzten Monaten schlägt er diese Aktentasche mit sich herum, die voll mit Gegenständen ist und mit also interessanten Broschüren und Ähnlichem. Spannenderweise finden wir hier, oh, was richtig Altes. Was haben wir denn da? Der Arbeiterschutz, besonders die internationale Arbeiterschutzgesetzgebung und der 8-Stunden-Tag von Karl Kautsky. Nürnberg 1890. Also das ist natürlich wichtig, dass man das täglich mit sich hat als Bundestagsabgeordneter. Ne? Ganz wichtig. Ich hoffe, das haben auch die heutigen SPD-Bundestagsabgeordneten alle noch bei. Dann haben wir hier die Wiedervereinigung, 3 Vorlesungen von Arnold Brecht. Auch schön. Brauchen wir auch gerade unbedingt. Und hier noch der 30. Januar 1933, Gedenkveranstaltung der SPD-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht, die berühmte Rede von Otto Wels im Bundestag. Ja, es finden sich auch noch hier Pressemitteilungen der SPD-Bundestagsfraktion. Also alles, was ein Fraktionsvorsitzender so braucht und brauchen kann, um mal eben ein Zitat aus der Tasche zu ziehen. Also hier die Aktentasche von Herbert Wehner, das einzige wirkliche Original, behaupte ich mal. Gut, gehen wir weiter ins Archiv, es geht noch tiefer. Es gibt ja einen großen Nachlass von Herbert Wehner im Archiv der Sozialen Demokratie in Bonn. Das sind an die 200 laufende Meter Akten, soweit ich informiert bin. Es ist noch längst nicht alles verzeichnet, da muss noch viel getan werden. Aber wir hier in Dresden haben auch einen ganz bedeutenden Aktenbestandteil, sortiert in mehrere also Aktengruppen, die auch für die Biografie Herbert Wehners, die ich ja 2006 geschrieben habe. Ich kann es nicht lassen. Das Buch muss ich kurz zeigen. Das ist 2006 geschrieben worden von mir. Also der Beweis, dass ich es war, ist auch abgedruckt. Also mein Foto, ne? Herbert Wehner, Biografie. Und da konnte ich auch in diesen Akten hier schon forschen dafür. Und es ist ein durchaus bedeutsamer Nachlassteil, den wir haben in diesen Aktenkartons. Die sind also archivalisch ordentlich erschlossen, verzeichnet. Sie sind enteisend. Man hat also die Büroklammern, die rostigen und die sonstigen Drahtklammern entfernt, mit Plastikklammern ersetzt oder ganz locker in Mappen geheftet. Und es sind eine Reihe von interessanten Beständen, die wir haben. Wir haben hier persönlichen Briefwechsel der Familie Wehner seit den 1930er, 1940er Jahren. Wir haben eigene Aufzeichnungen, EA, die Aktengruppe, die beinhaltet vor allem Redeentwürfe, Artikel, Manuskripte von Herbert Wehner. Das ist von der Masse her das Allermeiste, von hier oben bis da unten und da hinten nochmal ein ganzes Regal mit eigenen Aufzeichnungen. Dann gibt es noch, da hinten gibt es diverse Unterlagen, so verschiedene Sachen, insbesondere Skandale, die man Herbert Wehner angehängt hat. Wir haben auch noch also Gaben anderer Menschen, also hier zum Beispiel wichtig auch in Wehners Leben der DDR-Anwalt Wolfgang Vogel, haben wir einen wichtigen Bestand, dass es Archivgut auch von Wolfgang Vogel hier gibt, hat uns Helga Vogel dankenswerterweise gespendet und wird auch schon für die historische Forschung benutzt. Das sind also Karteikarten des Anwalts Vogels, der dort also seine Instruktionen oder Gespräche oder Anweisungen, die Erich Honecker ihm gibt, um sie Herbert Wehner mitzuteilen, aufschreibt. Also eine große Ergänzung auch zu diesem Bestand. Auf der anderen Seite gibt es nämlich hier den Bestand HF, Häftlingsfreikäufe und Familienzusammenführung. Eine der wichtigsten Aktivitäten auch von Herbert Wehner und auch von Greta, die ihm dabei zur Seite gestanden hat und geholfen hat, ist, dass also Leute freigekauft wurden aus der DDR. Und die politisch schwierigen Fälle wurden direkt mit Honecker geregelt. Auf diesem Kanal. Herbert Wehner auf der einen Seite im Westen, Erich Honecker auf der anderen Seite im Osten und dazwischen der Anwalt Wolfgang Vogel. Und das ist der Wehnersche Bestandteil der ganzen Geschichte. Übrigens hat Herbert Wehner, das geht auch aus diesen Akten hervor, die jeweiligen sozialdemokratischen Bundeskanzler der Zeit, erst Willy Brandt und später Helmut Schmidt, immer informiert. Ja, hier persönlicher Briefwechsel. Ich kann mal ein Aktenstück rausziehen, was vielleicht ganz spannend ist. Wir haben gerade den 60. Jahrestag der berühmten Rede Herbert Wehners vom 30. Juni 1960. Die bedeutendste Rede, die je im Deutschen Bundestag gehalten worden ist. Und die ist hier. Das war die IA 26010. Müsste also in dieser Box sich befinden. Ich ziehe sie mal raus und dann öffnen wir das Ganze mal. Eigene Aufzeichnung, also Redemanuskripte und Artikel. Wenn man die Box hier aufmacht, haben wir hier die 10 und dann sehen wir das. Das hier ist also Herbert Wehners Werkstatt. Hier also fein säuberlich verwahrt auf über 50 Manuskriptseiten.
Die Rede Herbert Wehners vom 30. Juni 1960. Sie fängt an, schon mit einem, also Anti-Climax würde man auf Englisch sagen. Gleich viel, was auf den verschiedenen Seiten dieses Hauses von dieser Debatte erwartet wird, kann diese Debatte eigentlich nichts anderes sein als eine hoffentlich im Positiven bemerkenswerte Etappe im Ringen um das höchst erreichbare Maß von Übereinstimmung für die Bewältigung der deutschen Lebensfragen. Das ist ein typischer Wehner auch. Schachtelsätze waren ja das, was er also besonders gerne gehalten hat. Und gleich seine berühmteste Rede fängt mit einer ganzen Seite an, die ein einziger Satz ist. Also typischer Wehner. Die Rede dauert 85 Minuten. Das ist eine lange Rede. Es gibt leider keine Filmaufnahme, nur eine Tonaufnahme. Wir haben sie übrigens jetzt auf dem YouTube-Kanal der Stiftung veröffentlicht. Ne? Film, Manuskript und Text zusammen. Und sie hat also zwei bedeutende Auswirkungen. Das eine ist ein außenpolitisches Ding. Auch vielleicht in dieser Zeit ganz interessant. Gerade zum 60. Jahrestag dieser Rede haben wir zum Beispiel diesen Satz in der Rede, der Geschichte gemacht hat. Die SPD geht davon aus, dass das europäische und atlantische Vertragssystem, dem die Bundesrepublik Deutschland angehört, Grundlage und Rahmen für alle Bemühungen der deutschen Außen- und Wiedervereinigungspolitik ist. Das ist sozusagen für die deutsche Sozialdemokratie die Anerkennung der Westbindung der Bundesrepublik Deutschland. Etwas, das heute noch gilt. Und wenn wir jetzt den 60. Jahrestag haben, fällt mir da auf, 30 Jahre danach ist das nochmal bestätigt worden, zum Zeit der deutschen Einheit, die Westbindung der Bundesrepublik. Und 60 Jahre danach steht sie wieder auf dem Prüfstand. Wir wissen, wir haben Donald Trump als US-Präsident. Das ist eine interessante Frage, wie es mit den westlichen Bündnissen nun weitergeht. Gut, jedenfalls bündnisfrei und neutral konnte Deutschland danach nicht mehr werden. Und der zweite Punkt dieser Rede ist ein innenpolitischer, nämlich die Tatsache, dass also alle Parteien demokratischer Art miteinander zusammenarbeiten, gegebenenfalls auch koalieren können und Koalitionen abschließen können. Und das ist das letzte Blatt dieses Manuskripts. Zeichen der Zeit, nicht Selbstzerfleischung, sondern im Rahmen des demokratischen Ganzen miteinander wirken. Wenn auch in sachlicher innenpolitischer Gegnerschaft. Und dann kommt es. Innenpolitische Gegnerschaft belebt. Aber ein Feindverhältnis tötet schließlich die Demokratie. Das geteilte Deutschland kann nicht unheilbar verfeindete christliche Demokraten und Sozialdemokraten ertragen. Wenn man so will, die Grundlegung der ersten großen Koalition von 1966, deren Architekt Herbert Wehner war. In allererster Linie hier in dieser Rede. Ja, spannend sind vielleicht noch die Bilder hier an der Wand, sozusagen.